Ist ja völlig logisch, wenn ich diese Ego-Identität lebe, dann drückt diese Ego-Identität wie eine Last auf meinen Kern, unterdrückt ihn, das mache ich mein ganzes Leben lang und dann passiert was? Krankheit. Ja. Weil wenn der Körper ein Spiegel der Psyche ist, entspringen sehr, sehr viele Krankheiten in der Psyche.